Menschen in München wird Ihnen präsentiert vom GOP Varieté Theater. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Ich möchte mich heute mit Professor Horst Wildemann unterhalten. Er ist zum einen Professor hier an der Münchner TU und auf der anderen Seite ist er Unternehmensberater. Er ist also ein Mann, der sich nicht nur in dem Elfenbeinturm der Wissenschaft aufhält, sondern er geht raus in die Praxis und setzt Dinge um. Und genau darüber möchte ich mich mit ihm unterhalten. Herr Professor Wildemann, eins Ihrer großen Themen ist es, dass Sie sich mit Prozessabläufen in Großunternehmen beschäftigen. Sie gehen dort rein, schauen sich an, wie die Abläufe sind. Und eine Ihrer großen Themen ist es dann, Verbesserungen dort vorzustellen, mit Ihren Kunden zu erarbeiten. Stoßen Sie in solchen Situationen nicht auch oft auf Widerstände? Da kommt einer von außen und der will uns jetzt erklären, wie es geht. Und die haben schon 20 Jahre lang an diesen Prozessen gearbeitet und müssen jetzt akzeptieren, was Sie sagen. Die Widerstände sind am Anfang sicher da, weil man ja im Grunde genommen nachweisen muss, dass Verschwendung und Blindleistung aus den Prozessen herausgenommen werden muss. Also alles das, wo der Kunde nicht bereit ist zu zahlen, das muss herausgenommen werden. Und dafür braucht man dann neue Konzepte. Und diese Konzepte setzen dann grundsätzlich an bei den Mitarbeitern, bei den Werkzeugen, bei den Maschinen. Und mit denen versuchen wir dann eben ein neues Arrangement zu treffen, um dann die Prozesse effizienter zu machen. Das ist ganz spannend, weil Sie auf der einen Seite eben theoretisch arbeiten. Sie arbeiten an der TU hier in Berlin. In Berlin sage ich, in München natürlich. Und auf der anderen Seite sind Sie aber auch sehr eng mit der Praxis verbunden. Und mit Ihren Studenten, die Sie hier netterweise einmal für uns aufgereiht haben, gehen Sie verschiedene Prozesse einfach mal durch. Und damit wir einfach mal verstehen, wie Ihre Arbeit aussieht, würde ich Sie einfach mal darum bitten, uns zu zeigen, wie Sie da vorgehen, wie Sie beweisen, dass manche Prozesse einfach nicht optimal ablaufen und dass sie besser ablaufen könnten. Zunächst machen wir ein theoretisches Konzept. Das theoretische Konzept ist erklärungsbedürftig und kann nicht so schnell antizipiert werden. Deswegen haben wir versucht, diese Abläufe umzusetzen in Simulationen. Und in Simulationen, die wir Ihnen jetzt hier vorführen können, indem wir einen Produktionsprozess nachgebildet haben für die Produktion von Schiffen. Wir haben irgendwo einzelne Schiffe schon gemacht. Industriell passiert das Ganze in 11 Stationen. Jeder macht einfache Handgriffe, also kleine Anlernfunktionen. Wir reden jetzt in diesem Fall tatsächlich von Papierschiffen. Ne? Von Papierschiffen. Die Papierschiffe werden produziert in einer Losgröße von 3. Das Auf- und Zuklappen der Deckel simuliert die Rüstzeiten. Und jetzt kann man dieses Spiel durchführen und kann am Ende die Effekte messen im Sinne von Durchlaufzeiten, im Sinne von Gutteilen und natürlich auch, wie viel Umlaufvermögen ist da, wie viele Teile sind hier in dem Prozess drin. Und dann verändern wir diesen Prozess und zeigen, wie es mit anderen Prinzipien geht. In diesem Fall die Veränderung von der Bringschuld hin zur Hohlpflicht, ein rein theoretisches Prinzip, das wir hier bildlich machen, darstellen können. Ja, also am Anfang wäre es ja vielleicht mal ganz sinnvoll, dass Sie zeigen, wie der Prozess einfach falsch gelaufen ist und dass Sie dann einfach mal zeigen, wie ist es, wenn er richtig läuft. Vielleicht können wir mal anfangen zu produzieren. Also das ist der erste Vorgang hier bei der 1, ne? Das ist der erste Vorgang bei der 1. Hier werden die Behälter gekennzeichnet. Es werden im zweiten Fortschritt jeweils 3 Blätter hineingelegt. Der dritte Arbeitsgang heißt einmal falten. Der vierte Arbeitsgang ist jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge, sondern wir brauchen jetzt einen Transporteur, der die Behälter, die hier jetzt liegen, zu dem Platz Nummer 4 führt. Wer macht denn den Transporteur? Holen Sie das? Aha, und Transporteur deshalb, weil wenn wir uns das in großen Fabriken vorstellen, dann liegt also die eine Produktionsfabrik oder Halle, könnte man vielleicht besser sagen, 300 Meter entfernt von der Halle 4. Ja, und kein Kunde will innerbetrieblichen Transport bezahlen. Die wollen Wertschöpfung bezahlen. Also wie können die Produkte weitergehen? Und das muss man halt jetzt simulieren. Ja.
Und hier sehen Sie auch, dass sich die Bestände aufbauen, dass nicht alle gleichzeitig ausgelastet sind. Der Arbeitsplatz Nummer 6 hat nichts zu tun, weil eben kein Material verfügbar ist. Das ist interessant, also der Arbeitsplatz Nummer 6 hat nichts zu tun und bei 5 staut sich alles. Das heißt, das passiert deshalb, weil 1 und 2 Arbeitsvorgänge haben, die schneller zu erledigen sind als 5. Ja. Also im Grunde genommen geht es um Abgleichen der Arbeitsinhalte, es geht um Veränderungen von Engpässen. Also alles die Themen, die man hier bildlich darstellen kann, die man im Industriebetrieb vorfindet. Ja. Und Sie sehen jetzt hier, dieser Arbeitsplatz ist auch nicht genau abgestimmt mit dem Ergebnis, dass die Bestände gehen. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Wir führen jetzt eben nicht nur Gutteile ein, sondern wir legen zwei weiße Blätter und ein gelbes Blatt hinein. Und das gelbe Blatt ist sozusagen Ausschuss. Und die alle in dem ganzen Produktionsprozess können den Ausschuss nicht erkennen. Erst der Letzte, der kann den Ausschuss erkennen. Und wir können damit simulieren, wie viele Teile Ausschuss in der ganzen Kette drin sind. Also mit dem Ergebnis, dass jeder auch seine eigene Produktion prüft. Aha. So, und in dieser Situation kommen Sie in die Firma hinein. Und dann fragt Sie der Unternehmer, machen wir alles richtig? Und wie gehen Sie dann vor, um diese Arbeitsvorgänge zu beschleunigen? Zunächst einmal machen wir eine Analyse, fragen, wo die Kapazitätsengpässe sind, fragen, wo Tätigkeiten durchgeführt werden, wie zum Beispiel hier dieses Aufstapeln und wieder aufmachen und zumachen. Das sind keine wertschöpfenden Tätigkeiten. Und das wird sehr genau analysiert. Mhm. Und heraus kommt dann am Ende eine Produktion, die um 30-40% Produktivitätssteigerung hat und das mit sehr viel weniger Kapitalbindung machen kann. Aha. Wie muss man sich das jetzt in der Praxis vorstellen? Würden Sie dann also die Arbeitsvorgänge verschieben? Also dass jetzt das, was da auf Position 10 ist, auf Position 3 verschoben wird? Ja, wir können ja das einfach mal machen. Mhm. Herr Brunn, wenn Sie einfach mit dem Arbeitsplatz 4 dazwischen gehen und alle einen weiterrücken und die Bestände einmal herausnehmen aus der ganzen Pipeline, dann machen wir zunächst einmal einen Materialfluss. Dann fragen wir, ob es nicht sinnvoll ist, einzelne Arbeitsgänge zusammenzufassen, also nicht 11 zu machen, sondern mit vielleicht 9 zu arbeiten, um einen höheren Effekt zu bekommen. Das Ganze wird gemessen in Zeit, in Qualität, in Anzahl der Behälter, die da drin sind. Und die Ergebnisse, die wir nun inzwischen bei sehr vielen Unternehmen, bei großen, bei kleinen realisiert haben, in sehr unterschiedlichen Branchen. Es ist ja nicht nur die Autoindustrie, es ist der Maschinenbau, es ist die Pharmaindustrie, die Nahrungsmittelindustrie, es sind überall diese Prozesse, die hier anstehen. Dann kommen in der Regel 20-30% mehr Produktivität und eine erheblich niedrigere Kapitalbindung heraus. Wieso ist es eigentlich so, dass also gerade in den Universitätsbetrieben Sie eigentlich eine gewisse Ausnahme auch darstellen, weil Sie sehr praxisbezogen auch orientiert sind? Warum sind nicht mehr von diesen Wissenschaftlern auch bereit, rauszugehen und in der Praxis zu überprüfen, ob das, was Sie hier theoretisch Ihren Studenten anbieten, auch funktioniert? Nun, mein Schwerpunkt ist empirische Forschung, hat vielleicht auch etwas mit meinem Lebenslauf zu tun. Ich war in meiner ersten Ausbildung einmal Maschinenbauingenieur und habe natürlich gelernt, wie solche Produktionsprozesse zu gestalten sind. Heute entwickle ich theoretische Konzepte und versuche gleichzeitig die Anwendung in der Industrie zu realisieren und zu beweisen, dass diese theoretischen Konzepte wirtschaftliche Konsequenzen haben. Wirkt natürlich auf Studenten auch dann sehr glaubwürdig, dass da einer doziert, der sich auch selber immer überprüft. Ich bemühe mich, auch sehr viele Diplomarbeiten und Masterarbeiten in der Praxis anfertigen zu lassen. Das heißt, die Studenten in die Lage zu versetzen, ein praktisches Problem mit theoretischen Konzepten zu lösen. Gibt es ein Industriegebiet, wo Sie sagen, da sind Sie besonders qualifiziert oder da liegt eine besondere Affinität? Nun, zunächst einmal hatte ich meine erste Position als Ingenieur in der Autoindustrie. Habe dazu natürlich eine gewisse Affinität. Dann haben wir sehr stark versucht, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre,
die Erfolgsrezepte der Japaner aus der Autoindustrie, insbesondere von Toyota, die Produktionssysteme, Just-in-Time, Kanban, die Qualitätszirkel, zu übertragen, um nach Deutschland zu bringen. Also habe ich zunächst einmal gerade in dieser Branche sehr viel Aufmerksamkeit erfahren und konnte auch diese Konzepte in den Industrieunternehmen umsetzen. Und da also eine große Kompetenz von Ihnen liegt, würde ich jetzt ganz gerne mal einfach dorthin gehen mit Ihnen zu einem Autohersteller und einfach vor Ort nochmal anschauen, wie die Produktionsabläufe sind und was Sie von diesen Abläufen auch halten. Können wir gerne machen. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Professor Wildemann, Sie haben ja eine interessante Vita. Sie sind ja ein Republikflüchtling. Sie sind aus der ehemaligen DDR nach Westdeutschland gekommen, bevor die Mauer gebaut wurde. Können Sie heute noch sagen, dass Sie das irgendwie auch geprägt hat in Ihrer heutigen Arbeit? Geprägt insofern, als dass mich das Thema Freiheit, persönliche Freiheit, mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und ich immer sehr großen Wert darauf gelegt habe, dass ich die Dinge machen kann, die ich mir vorgenommen habe. Und dass Freiheit halt ein Gut an sich ist, das habe ich da erfahren. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie da als 16-Jähriger in den Westen gekommen sind? Wo mussten Sie sich damals am meisten umstellen? Nun, ich bin damals in der alten DDR von der Schule geflogen, war Landarbeiter einige Monate, bin dann hier rübergekommen. Es kostete Schulgeld, man musste eine Lehre anfangen. Ich habe eine Lehre angefangen, also da musste ich mich da schon erheblich anpassen. Mein Nachbar in der Lehre besuchte die Abendschule, also habe ich gesagt, das kannst du auch. Also waren schon natürlich dann 4 Tage in der Woche verplant, weil man auch abends in der Schule saß. Mhm. Aber da mir das alles nicht so schwer gefallen ist, habe ich das ganz gern gemacht. Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass Sie Richtung TU gegangen sind? Also diesen Lehrauftrag bei der TU. Ich muss Ihr Lehrfach noch mal genau. Sie haben Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung, Logistik und Produktion. Ja. Wie kam es dazu, dass Sie da Interesse entwickelt haben? Nun, ich hab ja zunächst einmal Maschinenbau studiert, habe dann einige Jahre in der Praxis gearbeitet, in der Autoindustrie, im Maschinenbau und bin dann nach 5, 6 Jahren wieder zurück an die Universität gegangen, habe in Köln Betriebswirtschaftslehre studiert und habe dann in der Forschung mich konzentriert auf die Schnittstelle zwischen Technik und Betriebswirtschaftslehre. Ich kann also sozusagen technische Probleme beurteilen und kann sie betriebswirtschaftlich bewerten und damit auch steuern. Und wann ist Ihnen sozusagen bewusst geworden, dass Sie nicht diesen universitären Elfenbeinturm nur von innen sehen wollten, sondern dass Sie eben auch rausgehen wollten und in der Praxis unterwegs sein wollten? Nun, zunächst einmal habe ich, als ich meine erste Stelle angetreten habe an der Universität in Passau, es war eine neue Universität, und wollte Forschungsmittel einwerben. Und dann die Forschungsmittel werden beurteilt von den Kollegen und die haben gesagt, ja, mach erst mal Lehre, die Forschung machen wir selbst. Also musste ich mir Forschungsmittel von der Industrie holen, weil ich ein Thema hatte, von dem ich meinte, dass es sehr interessant war. Und das habe ich dann auch versucht und da bin ich in Kontakt gekommen mit Arbeitskreisen, mit anderen Dingen und habe dann von da aus eben auch ein Beratungsunternehmen entwickelt, wo ich die Konzepte, die ich theoretisch entwickelt habe, auch umsetzen konnte. Wir haben ja eben schon mal so ein bisschen, als wir mit Ihren Studenten oben zusammen gewesen sind, darüber geredet. Wie muss man sich das vorstellen, dass ein Unternehmensberater dann Aufträge bekommt? Kommen die zu Ihnen, weil Sie sagen, in der Branche sind Sie besonders kompetent? Kommen die zu Ihnen, weil Sie schon gewisse Erfolge natürlich auch nachweisen können? Zunächst einmal wirbt man Forschungsmittel ein. Dann schreibt man Aufsätze, schreibt man Bücher über die Ergebnisse dieser Forschungen. Die finden Aufmerksamkeit. Dann macht man Seminare und versucht zu beweisen, dass diese Ideen betriebswirtschaftliche Effekte haben. Mit Simulationen, mit ganz konkreten Vorschlägen, die man unterbreitet. Und dann kommt jemand aus der Praxis und sagt, ich habe ein solches Thema. Können Sie mir nicht helfen, dieses Thema zu lösen? Und dann versucht man mit den Mitarbeitern aus den Unternehmen gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Wir bringen die Systematik ein, die Mitarbeiter bringen die speziellen Kenntnisse des Unternehmens ein. Das bedeutet gleichzeitig, dass man natürlich auch die Mitarbeiter qualifizieren muss,
im Sinne der Methoden. Und ich hatte das Glück, dass ich auf ein Thema gestoßen bin mit Just-in-Time, mit Logistik, mit Produktionssystemen, das eine sehr große Aufmerksamkeit erfahren hat, weil die Japaner sehr erfolgreich waren. Man alle wollten wissen, warum sie so erfolgreich waren. Dieses Thema Japan, und ich weiß ja, dass Sie lange auch in Japan immer wieder gewesen sind und welche Bedeutung das dann eben auch für die deutsche Autoindustrie gewonnen hat, darüber würde ich gleich gerne mit Ihnen sprechen. Danke. Ich fand es interessant, Herr Professor Wildemann, dass Sie erzählt haben, dass die Japaner den Europäern in den Abläufen, in den Arbeitsprozessen, gerade in der Autoindustrie, voraus waren. Woran hat es gelegen, dass die Japaner den Europäern in diesem Bereich voraus waren? Nun, sie mussten Wettbewerbsvorteile bekommen. Die konnten sie nicht, indem sie neue Produkte entwickeln. Das war sehr schwierig. Also haben sie Produkte imitiert, aber die Produktionsprozesse sehr effizient gemacht, um damit Wettbewerbsvorteile zu haben. Also man konnte tatsächlich rübergehen, sich angucken, wie die das gemacht haben und das dann hier in Europa nutzen. Ja, so einfach war es nicht. Zunächst einmal haben die ähnliche Produkte gebaut, die erheblich preiswerter waren und man herausfinden musste, was sie dann in die Lage versetzt hat, ein solches Produkt mit sehr viel niedrigeren Kosten herstellen zu können. Die niedrigen Lohnkosten haben das nicht erklärt. Also mussten die Systeme, mussten die Produktionssysteme, mussten die Logistiksysteme anders aufgebaut sein. Und das haben wir versucht zu antizipieren. Das war natürlich sehr schwer, weil wir ja nicht Japanisch sprachen. Also mussten wir sehen, dass wir das übersetzen, mussten Modelle bauen und mussten schauen, dass man mit relativ wenig Ressourcen, auch mit anders strukturierten Arbeitsplätzen effizient arbeiten kann. Konnte man das dann so einfach übersetzen oder musste das dann eben europäisiert werden? Man hat zunächst einmal versucht, aus vielen Gesprächen heraus zu verstehen, warum das so war. Dann musste man aber Modelle bauen, musste es anpassen auf europäische Verhältnisse und musste es versuchen umzusetzen. Mhm. Und dazu brauchte man natürlich reale Bedingungen. Das konnte man nicht im Labor machen. So ein Slogan, der Ihnen ja auch vorausläuft, ist so dieses Just in Time. Das ist ja ein Thema, mit dem Sie sich sehr beschäftigt haben. Können Sie mal kurz erklären, was damit eigentlich gemeint ist? Man produziert nur die Menge, die der Kunde gerade benötigt und genau zu dem Zeitpunkt, zu dem er sie benötigt. Mhm. Ohne Verzögerung, ohne zu große Mengen, zu kleine Mengen. Also genau auf den Zeitpunkt versucht man das zu machen. Da versucht man ein Konzept umzusetzen, das über die ganze Wertschöpfungskette geht. Also nicht nur innerhalb eines Unternehmens, sondern über die Unternehmen hinweg. Und das haben wir versucht, über Jahrzehnte zu implementieren. Ist ja erstmal, hört sich das ja sehr logisch an, dass man so produzieren sollte. Aber anscheinend ist das nicht Usus gewesen. Nein, durchaus nicht Usus gewesen. Man hat anders produziert. Man hat die Bringschuld realisiert, indem man produziert hat, ein Produkt angeboten hat und das verkauft hat. Mhm. Es war sozusagen ein Angebotsmarkt. Man hat angeboten. Mhm. Das Ganze hat sich geändert. Käufer wollten nur ganz bestimmte Dinge haben und nur die bestimmten Varianten haben sie jetzt auch gleich haben wollen. Und also musste man das Ganze ändern. Und dadurch, dass es sehr viel effizienter war, das hat man sehr schnell gemerkt, auch durch die Experimente, die wir hier gemacht haben, unter realen Bedingungen, hat man das ganze System weiterentwickelt, angepasst, auch auf unsere Verhältnisse und hat es sehr viel effizienter gemacht. Hinzu kam natürlich, dass ein ganzer Industriezweig, der für die deutsche Industrie sehr wichtig ist, wie die Autoindustrie oder der Maschinenbau, unter großem Wettbewerbsdruck kam und solche Konzepte antizipieren musste. Sind da eigentlich auch immer, wenn Sie sozusagen ihre Arbeit aufnehmen, automatisch Arbeitsplätze gefährdet? Zunächst einmal gibt es mehr Produktivität. Das heißt, man kann das Gleiche mit weniger Mitarbeitern machen. Mhm. Aber wenn man das Gleiche mit weniger Mitarbeitern macht, produziert man es preiswerter, hat Wettbewerbsvorteile und kann so wieder eine größere Menge an Produkten verkaufen. In der Summe würde ich sagen, hat Just-in-Time keine Arbeitsplätze freigesetzt. Es hat Arbeitsplätze sicherer gemacht in Deutschland. Mhm. Weil sonst die Unternehmen einfach nicht mehr konkurrenzfähig gewesen wären. Nicht mehr konkurrenzfähig gewesen wären, die hätten überhaupt nichts mehr produzieren können. Die wären dorthin gegangen, wo die Lohnkosten niedriger waren. Herr Professor Wildemann, was wir bei Ihnen in Ihrem Büro so mit Schiffchen gesehen haben, das ist jetzt hier Realität. Lässt sich das wirklich immer so erstmal in der Theorie ausprobieren, bevor Sie das dann hier in diesen großen, sagen wir mal,
in der großen Form dann umsetzen? Im Prinzip schon. Die Prinzipien werden dort realisiert, ob klein oder groß. Selbstverständlich bedarf es Anpassungen, die man unter realen Bedingungen machen muss. Es bedarf auch Versuche. Wir können vielleicht 90-95% der Wirksamkeit solcher Prinzipien theoretisch erläutern. Aber die letzten 5% ist Trial and Error, Versuch und Irrtum. Und dann werden die Dinge halt weiterentwickelt. Lassen sich so Fließbänder simulieren am Computer, dass man also sowas vorher am Computer ausprobiert? Sehr detailliert lassen sie sich analysieren, lassen sich auch nachbilden, lassen sich modellmäßig abbilden. Und man kann die Effekte zeigen. Nur, der reale Versuch bleibt immer. Und man muss immer eine Hochlaufkurve haben, eine Anlaufkurve von Produkten. Man bekommt nie zu Beginn einer Einrichtung einer solchen Linie die 100% Leistung. Das passt sich dann langsam an. Man muss viele Fehler beseitigen. Man muss vielleicht auch noch mal grundsätzlich nachdenken. Aber die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass man sehr, sehr viel theoretisch antizipieren kann, vordenken kann, um damit natürlich auch erhebliche Aufwendungen in der Anlaufphase reduzieren kann. Da ja sehr viele Menschen auch daran beteiligt sind, dann auch in der Produktion, heißt es ja immer so schön, man muss die Menschen mitnehmen. Inwieweit berücksichtigen Sie das? Zunächst einmal versuchen wir den Mitarbeitern, den Vorgesetzten, den Sinn der ganzen Übung zu erklären, warum wir das machen, die Begründung. Also nicht einfach tun, sondern auch begründen, warum wir das und das ausprobieren und das zu diesen Effekten führen kann. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, wenn man dann das neue System installiert hat, muss man Verhalten ändern. Und diese Verhaltensänderungen müssen trainiert werden. Das versuchen wir ebenfalls in Form von Seminaren, aber in Form von Learning by Doing zu tun. Wie lange sind Sie so bei einem Projekt dann beteiligt? Also sagen Sie dann irgendwann auf Wiedersehen, beziehungsweise ab welchem Punkt scheiden Sie aus? Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, dass wir nicht nur Konzepte machen, sondern mindestens die pilotmäßige Umsetzung der Konzepte in den Unternehmen begleiten. Und irgendwann entwickeln die Unternehmen dieses System weiter. Die Mitarbeiter sind geschult, sie können es verbreitern, sie können es ausbreiten über den ganzen Bereich. Vielleicht kommt man dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr nochmal, macht ein Audit, macht eine Nachschulung, adjustiert die Dinge wieder neu. Aber die Projekte laufen in der Regel 3 bis 6 Monate und dann hat man mindestens pilotmäßige Anwendungen. Inwieweit hat der Auftraggeber dann auch, sagen wir mal, eine Garantie, wenn irgendetwas nicht so funktioniert, wie Sie es eigentlich geplant haben? Nun, wir schulden Bemühungen, aber dennoch. Das läuft ja nicht im luftleeren Raum. Er macht viele Kontrollpunkte während des ganzen Prozesses. Und wir haben ja eine Logik, die transportiert werden kann, die nachvollziehbar ist. Und diese Logik wird ständig überprüft. Es wird ja nicht nur das Ergebnis überprüft, sondern auch die Schritte, die man vorschlägt, erfahren einer permanenten Überprüfung. Also wenn man ein Werk wie dieses hier bei BMW sieht und diese verschiedenen Schritte sich anguckt, für einen Laien, wie viele Schritte gibt es ungefähr, um einen normalen Pkw zu produzieren? Man plant ja nicht alles neu, man plant ja nur einzelne Details neu. Und in den Projekten, in denen wir beteiligt sind, es sind schon Prozessschritte, die man sieht, einige hundert, die abgewickelt werden müssen mit vielen Kontrollpunkten, mit vielen Abstimmungen untereinander, die dort realisiert werden müssen. Also Ihre Stärke ist, in vorhandene Produktionsprozesse einzugreifen. Jetzt nicht unbedingt neue zu entwickeln, sondern einzugreifen. Beides. In vorhandene Produktionsprozesse einzugreifen, sie weiterzuentwickeln, sie effizienter zu machen, aber auch neue Konzepte zu entwickeln, wie es mir zum Beispiel gelungen ist mit dieser modularen Fabrik, die wir mal vor 20 Jahren entwickelt haben, die sehr viele Nachahmer gefunden hat. Ja, hier sehen wir jetzt sehr schön die Komplexität bei der Herstellung von Automobilen. Wenn man sich das jetzt von hier oben so anguckt, dann sagen Sie uns doch mal, was gibt es da alles für Dinge, die man unbedingt beachten muss? Also natürlich nicht so sehr ins Detail gehen, sondern einfach mal so, was stellen sich hier für Aufgaben, die man beachten muss, wenn man ein solches Projekt angeht? Nun, hier sind zunächst einmal viele einzelne Blechteile, die zusammengefügt werden müssen im Sinne von Punktschweißen. Das hat man früher alles von Hand gemacht. Es war sehr harte Arbeit.
Man hat dann die Arbeit zerlegt und hat Roboter für diese Tätigkeiten eingesetzt. Man hat automatisiert. Man hat menschliche Arbeit ersetzt durch Kapital, durch Automatisierung. Das Ganze musste natürlich effizient sein, denn Kapital kostet auch Geld. Also musste man sehr flexible Roboter bauen, die eben nicht nur ein Produkt erarbeiten können, sondern wie der Mensch einfach sehr flexibel ist. Das war das eine. Das zweite, man musste weniger Energie verbrauchen, man musste weniger Platz verbrauchen. Man musste die Qualität sicherstellen in dieser Automatisierung. Und alles das hat man durch viele Experimente, durch viele Versuche versucht herbeizuführen. Und am Ende muss es wirtschaftlicher sein. Das heißt jetzt, wenn ein Mensch, der Autos entwickelt, sich ein Auto ausdenkt, was über die Leistungsfähigkeit dieser Computer hinausgeht, dann müssten die auch alle ersetzt werden, oder? Dann müssen die ersetzt werden, dann müssen sie erneuert werden, müssen ergänzt werden, müssen flexibler sein, müssen vielleicht andere Greifer haben, andere Zangen haben, andere Werkzeuge, die man hier einbringt. Aber alles das hat man durch jahrelange Experimente, durch jahrelange Erfahrungsakkumulation herausbekommen. Man macht ständig neue Versuche, um es noch besser machen zu können. Was ich interessant fand, dass Sie gesagt haben, es braucht auch immer den Kumpan Zufall bei Entwicklung. Was haben Sie damit gemeint? Nun, wir haben ja nicht nur als Entwicklungsmethode Versuch und Irrtum. Es könnten ja bestimmte Konstellationen eintreten, die dann sozusagen die Assoziation hervorrufen, eine neue Idee zu machen. Und diesen Punkt, den unter Wissen in Diskussion zu führen, um die Dinge weiterzuentwickeln, das muss man inszenieren, das muss man organisieren. Kreativität kann man bis zu einem gewissen Maße organisieren. Aber wenn man dann Erfolg hat, muss man mit dem auch umgehen können. Das ist der zweite Punkt. Man muss ihn möglicherweise auch teilen können. Aber die Träger des technischen Fortschritts wollen natürlich auch mit dieser Idee Geld verdienen. Das ist das eine, vielleicht in Patenten und Lizenzen die Dinge weitergeben. Aber das andere ist auch, man baut Maschinen und verkauft sie und wendet sie an. Also es ist ein ständiger Prozess der Verbesserung. In der Industrie, auch in der Autoindustrie, hat man Produktivitätssteigerungen von 8-10% per anno. Und das über viele Jahre hinweg. Das kann man nicht nur aus den Prozessen herausholen. Dazu muss man vielleicht auch andere Produkte konstruieren, die anders aufgebaut sind, um effizienter zu werden. Aber das ganze Thema Automatisierung hat immer etwas zu tun mit Wirtschaftlichkeit. Und die Wirtschaftlichkeit muss gewährleistet sein. Also wenn ich mir diese Automatisierung hier angucke, dann kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass sich da noch etwas optimieren lässt. Wie sehen Sie das? Nun, hier ist noch sehr viel Optimierungspotenzial möglich. In den Werkzeugen, in der Art der Anordnung der Schweißpunkte, in der Art, wie diese unterschiedlichen Roboter zusammenarbeiten. Das sieht jetzt hier sehr komplex aus. Ja. Wenn man die Prozesse auseinandernimmt, sind es viele kleine einzelne Handgriffe, die man nochmal neu kombinieren kann. Nochmal über die verschiedenen Branchen zu sprechen. Für Sie ist es ja sicherlich auch von Vorteil, wenn Sie mal 1-2 Prozesse für die Automobilindustrie gefertigt haben und das dann sozusagen für einen neuen Kunden, der auch in dem gleichen Thema steckt, dann auch mitverwerten können, oder? Die Automobilindustrie ist in den Produktionsprozessen, in den Logistikprozessen für viele andere Branchen Vorreiter. Man kann diese Prinzipien nicht 1-1 übernehmen, aber man kann das Gedankengut, die Erfahrungen darüber, die kann man transportieren. Und das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, die Methoden, die Erfahrungen zu transportieren. Die Ausprägung dieser Methoden, die ist sehr individuell auf das Unternehmen bezogen und natürlich auch auf die Branche bezogen. Und jetzt lassen Sie uns noch mal dahin gehen, wo Sie sozusagen auch, wo alles anfängt, nämlich bei Ihren Studenten. Lassen Sie uns noch mal in die TU gehen und uns da anschauen, wie Sie es sozusagen den Berufsanfängern vermitteln, damit sie hier dann zum Schluss tätig werden können. Das können wir gerne machen, aber um ein Beispiel zu sagen für diese Transferleistung. In der Autoindustrie ist das Fließband das Mittel, um eine Montage an einem Auto umzusetzen. Nach wie vor? Nach wie vor. Wir haben diese Fließbandmontage jetzt eingeführt bei kleinsten Stückzahlen bei Verpackungsmaschinen.
oder bei den Nacelles, also bei den Türmen für ein Windrad. Das System funktioniert zwar nicht hier im Minutentakt, aber im Stundentakt kann man auch dort solche Prinzipien umsetzen. Ich meine, das ist ja jetzt das ganz neue Thema, dass unsere Atomkraftwerke in Deutschland abgestellt werden und jetzt alle mit erneuerbaren Energien etwas machen wollen. Ist sicherlich ein ganz spannendes Thema auch für Sie. Ein sehr spannendes Thema, und um das zu machen, müssen die Kosten der erneuerbaren Energie dramatisch gesenkt werden. Wir reden nicht über 10-20%, sondern über 50 oder 60%. Und da müssen halt andere Prinzipien zur Anwendung kommen, die teilweise schon in der Autoindustrie realisiert worden sind. Jetzt sind wir hier in Ihrem zweiten Leben, kann man ja eigentlich sagen, im Audi Max an der TU hier in München. Wie viele Studenten haben Sie, die so Ihre Vorlesungen sich angucken? Ist es gut besucht? Nun, das ist sehr unterschiedlich. In den Grundlagenvorlesungen sind es ein paar hundert. In den Spezialvorlesungen sind es 80, 200 Leute, die Logistik hören, die Einkauf hören, die Produktion hören. Also sehr unterschiedlich. Wenn ich natürlich nach Garching gehe und die Einführungsvorlesung mache, dann sind es 1000. Mhm. Sprechen wir mal über den Berufsstil Unternehmensberater. Ist das etwas, wo Sie einem jungen Menschen heute sagen würden, das ist ein Beruf, der sich lohnt? Es ist eine Einstiegsmöglichkeit. Man lernt als Unternehmensberater, Probleme zu analysieren, Probleme so aufzubereiten, dass man sie einer Lösung zuführen kann. Man bekommt einen Blick für Probleme, man bekommt einen Blick für die Schwierigkeiten, mit denen die anderen kämpfen, wenn man da als Externe hereinkommt und etwas Neues macht. Mhm. Ich glaube, das ist neben der Möglichkeit, Assistent eines Vorstandes zu werden, ein ganz wichtiger Schritt in eine Karriere hinein, die wir Management nennen. Mhm. Diese zahlreiche Kundenkontakt ist sicherlich auch etwas Besonderes, was diesen Berufszweig auszeichnet. Man muss Menschen mögen, wenn man in diesen Beruf hineingeht. Man muss auf sehr unterschiedliche Charaktere eingehen können, auch mit ihnen umgehen können, auch mit ihnen zusammenarbeiten können, obwohl man es möglicherweise im privaten Bereich nie machen würde. Man findet aber auch sehr viele sehr sympathische Menschen, denen es auch darum geht, eine gemeinsame Sache erfolgreich zu arbeiten. Wie wichtig ist die Sache des Kommunizierens? Der entscheidende Faktor. Wir haben nämlich immer Sender-Empfänger-Themen. Mhm. Und wenn man nicht die richtige Ansprache findet, nicht das richtige Wort findet, dann stößt man sehr schnell auf Ablehnung. Mhm. Ich finde einen Begriff, den Sie auch geprägt haben, sehr interessant. Wo ist er jetzt geblieben? Als Sie nach Spanien gegangen sind und dort diese eine Form des Produzierens beigebracht haben. Wie hieß das? Die modulare Fabrik. Ja. Nee, die Genesis-Methode. Die Genesis-Methode. Das ist ein Workshop-Konzept, das wir versuchen einzusetzen, um eine Organisation schneller lernt als der Wettbewerber. Das ist ein viertägiges Workshop-Konzept, in dem 10 Mitarbeiter aus dem Unternehmen in ihrem eigenen Umfeld Verbesserungen analysieren und herausfinden. Wir haben diese Methode in den letzten 25 Jahren etwa über 800 Mal realisiert. Sie funktioniert in jeder Branche, sie funktioniert in jedem Umfeld. Wir arbeiten ja mit Menschen, und es geht darum, deren Erfahrungspotenzial sichtbar werden zu lassen, zu thematisieren und dann einzubinden in eine Strategie, die zu einer signifikanten Verbesserung ihre Arbeitsumwelt führt. Das hört sich jetzt erstmal sehr einfach an. Wenn es also wirklich so einfach wäre, dann müsste doch eigentlich jeder diese Methode anwenden. Nun, zunächst einmal steht dahinter Lerntheorie, dann auch Erfahrung, Experiment. Ich habe viele Dissertationen über diese Methode schreiben lassen, auch Experimente gemacht. Diese ganze Woche ist strukturiert wie ein griechisches Drama. Wir fangen an mit den Problemen, wir kommen bis zur Katharsis. Die Erfolgserlebnisse, die wir dann zeigen. Wir nehmen natürlich auch Wettbewerbselemente mit hinein in dieses Konzept. Das heißt also, wenn die Mitarbeiter ihre Erfolge präsentieren, dann präsentieren sie nicht nur vor dem Management, sondern laden wir ein paar hundert ihrer Kollegen ein. Und die bekommen dann die Präsentation mit. Und wenn sie dann zwei unterschiedliche Gruppen haben, die einen hat die Idee, die anderen nicht,
dann weiß man schon, warum die keine Ideen hatten. Wie ist das überhaupt, wo Sie über Ideen sprechen, das Problem mit dem Ideenklau? Also Ideen können ja unheimlich viel wert sein, die mal ebenso gerade ausgesprochen werden. Und dann richtet sich nach so einer neuen Idee ein ganzes Unternehmen aus. Wie wertvoll kann eine Idee sein und wie kann man sich die auch schützen lassen, dass man an dieser Idee auch mit profitiert? Ja, schützen geht nur, wenn man eine gewisse Erfindungshöhe hat. Zunächst einmal sind ja viele dieser Ideen in dem Unternehmen geboren und weiterentwickelt worden. Und ich glaube, als Mitarbeiter in einem Unternehmen muss man nicht nur das tun, was einem aufgetragen ist, sondern muss auch einen kleinen Beitrag leisten an der Zukunftssicherung dieses Unternehmens. Und diese Ideen können dazu beitragen, das Unternehmen zukunftssicherer zu machen. Mhm. Spüren Sie das manchmal in Ihren Seminaren oder wenn Sie so in Unternehmen reingehen, dass Mitarbeiter auch zögerlich sind, Ideen auszusprechen, weil sie selber die Konsequenzen fürchten? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, wir haben, häufig kommt das Argument, wir hatten diese Idee ja schon in der Vergangenheit, niemand hat uns zugehört. Mhm. Also wir schaffen beides. Wir schaffen ein Forum, wo alte Ideen wieder neu bewertet werden, die man dann einbringen kann und auch emotionsloser diskutieren kann, weil sie vielleicht Verhaltensweisen von anderen tangieren. Und wir animieren auch Leute, wir organisieren bis zu einem gewissen Grade Kreativität oder Lernen, schneller lernen als der Wettbewerb. Eine nette Anekdote ist, wie Sie, wo Sie jetzt gerade von Lernen sprechen, diesen Versuch machen, mit Papierfliegern Kreativität zu erzeugen. Wenn Sie uns dieses Beispiel mal kurz darstellen könnten. Nun, zunächst einmal muss ich ein ganz abstraktes Prinzip erläutern, was sind Wettbewerbsvorteile. Und dafür lasse ich, das habe ich natürlich experimentell gemacht bei Studenten, aber mit vielen Managern auch, lasse ich Flieger bauen. Die sie früher in der Schule geworfen haben im Studium, zum Ärger des Professors, und gebe weiße Zettel aus und sage, bitte baut einen Flieger, wie ihr ihn wollt. Dann stelle ich alle in eine Reihe und lasse die Flieger werfen. Wenn Sie das mit Managern machen, wenn Sie 10 haben, machen 2 keinen Flieger, Sie machen einen Knäuel. Und dieser Knäuel fliegt am weitesten. Ein Papierknäuel. Dann hebe ich den Papierknäuel auf und sage, sehen Sie, derjenige, der die Regeln verletzt, hat Wettbewerbsvorteile. Dann kommt sofort die Frage, ja, was machen wir mit dem Mitarbeiter? Ist das ein sehr wertvoller? Ich sage, ja, wenn wir ein neues Fluggerät entwickeln wollen. Wenn wir Flieger bauen wollen, ist das kontraproduktiv, kann er nicht drinbleiben. Dann sammle ich die Flieger auf, die am weitesten geflogen sind. Lass vorher die Namen der Mitarbeiter draufschreiben, die den Flieger gebaut haben. Und frage dann immer rhetorisch, bei dem Flieger, der am weitesten geflogen ist, hat der hierarchisch Höchste, der Vorgesetzte, die beste Idee? Natürlich nicht. Andere hatten die Idee. Dann sammle ich die Flieger ein, die am weitesten geflogen sind, 2, 3, und lass den anderen zeigen, wie sie Flieger zu bauen haben. Mach das nicht auf weißem Papier, auf rotem Papier. Stell sie wieder alle hin. Und die Flieger der zweiten Runde fliegen 50-60% weiter. Und dann frage ich immer ganz rhetorisch, habe ich einem einzigen gesagt, dass er härter, schneller und mehr arbeiten soll? Nein, aber anders. Und das sind die 50-60% mehr. Genau, wo wir jetzt sozusagen auch immer vor der Frage stehen, wenn ein Unternehmensberater in ein Unternehmen reingeht, bedeutet das dann automatisch für die Mitarbeiter, dass da an Konzepten gearbeitet wird, die sie härter und länger arbeiten lassen muss, unbedingt die Belegschaft? Keineswegs. Das muss man manchmal auch tun, aber das ist die Ausnahme. Nehmen wir den Fall OCE in Poing bei München. Die kamen vor einigen Jahren zu mir und haben gesagt, Herr Wildemann, wir müssen signifikant die Kosten senken. Denn wenn wir das nicht tun, wird unser Werk, 1600 Mitarbeiter, 200 Auszubildende, nach Korea verlagert. Die haben andere Lohnkosten. Also haben wir mit den Leuten, mit dem Management, mit über 70 Leuten eine Produktklinik realisiert und haben das Produkt signifikant preiswerter gemacht. Es gibt zwar keine 1600 Mitarbeiter mehr im Poing, aber 1400 und die Arbeitsplätze sind immer noch sicher. Und wie schafft man es dann, diesen 200 zu erklären, dass es Sie leider getroffen hat und erhält trotzdem die gute Stimmung in einem Unternehmen oder schafft danach trotzdem eine gute Stimmung? Nun, in dem Unternehmen schafft man eine gute Stimmung. Diese 200 sollte man in der Tat schon sehr sozialverträglich einen anderen Arbeitsplatz versuchen weiterzugeben. Wir haben immer das Phänomen, wenn wir rationalisieren, dass in der Anfangsphase Freisetzungseffekte kommen, danach aber Wettbewerbsstärkung kommt, die es dann erlauben, nicht nur die bestehenden Arbeitsplätze sicher zu machen, sondern möglicherweise auch neue zu schaffen. Vielleicht nicht im ganzen Umfang, vielleicht auch nicht in dem gleichen Unternehmen.
Aber das ist uns schon einige Male gelungen. Weil da sozusagen auch die Kritik bei Unternehmensberatern ja anfängt in der Belegschaft oft, dass wenn die reinkommen, dass es dann bedeutet, Arbeitsplätze werden abgebaut. Mit diesem Thema lassen Sie mich da mit einem etwas herben, mit einer herben Geschichte darauf antworten. Ich erzähle in einem solchen Fall immer die Geschichte von den zwei Managern, die sich zum Waldspaziergang vereinbaren und als sie dann vor dem Wald stehen, einen Förster treffen, der ihnen sagt, meine Herren, Sie können da heute nicht in den Wald, da drin ist ein Bär, der frisst Sie auf. Akademisch vorgebildete Manager machen in einem solchen Fall immer eine subjektive Kosten-Nutzen-Analyse. Kommen also zu dem Ergebnis, dass der Lustgewinn des Waldspaziergangs höher zu veranschlagen ist, als das Risiko, den Bär zu treffen. Nach einer gewissen Zeit wird der eine nachdenklich, setzt sich auf einen Stein, kramt in seinem Rucksack und zieht sich die Turnschuhe an. Worauf der andere sagt, meinst du denn wirklich, mit den Turnschuhen schneller laufen zu können als der Bär? Nein, sagt er, es reicht doch, wenn ich schneller laufen kann als du. Vor dieser Situation stehen viele Unternehmen. Nämlich es geht darum, ob Outsourcing betrieben wird, ob die Arbeitsplätze nach Rumänien verlagert werden, nach Asien verlagert werden, nach China verlagert werden. Und wenn sie hier nicht wettbewerbsfähig sind, mit Subventionierung halten wir keine Arbeitsplätze in Deutschland. Und da Sie den deutschen Arbeitsmarkt bzw. die deutsche Industrie so gut kennen und jetzt einfach mal in die Zukunft mit mir zusammenblicken, dann wo sehen Sie das Potenzial? Wo wird Deutschland Stärke in den nächsten Jahren zeigen können? Wir haben immer dort Stärken, wo es uns gelingt, Produktion und Entwicklung zusammen zu haben, wo es gelingt, flexibel zu reagieren, wo es gelingt, einen Mehrwert für den Kunden weltweit zu schaffen. Aber auch, wir brauchen eine Kompetenz, um weltweite Netzwerke zu schaffen. Es ist nicht mehr Shareholder Value, also nicht mehr nur Kapitalverzinsung des Eigentümers. Es geht um Shared Value. Die Leute, denen wir die Produkte verkaufen, die wollen auch einen Nutzen haben und wollen teilhaben an der Wertschöpfung. Und das muss organisiert werden. Thema erneuerbare Energien. Inwieweit sind Sie da aktiv? Sehr sogar. Diese erneuerbaren Energien erleben zurzeit einen Boom. Sie haben alle Probleme, die solche neuen Technologien haben. Man muss die Lernkurve runterfahren, man muss effizienter werden, man muss mehr Output erzeugen. Und genau das ist unser Thema. Da können wir sehr viel mit den Erfahrungen, die wir in der Automobilindustrie, im Maschinenbau gelernt haben, die können wir transferieren. Und ich glaube, wir können die Herstellung von Windrädern, die Herstellung von Solarzellen industrialisieren, sodass die Energiekosten gleich bleiben, ähnlich wie sie jetzt für Kohle und für Atomkraft haben. Also Herr Professor Wildemann, es sieht so aus, als würde da ein Haufen Arbeit auf Sie zukommen. Herzlichen Dank, dass wir heute mal ein bisschen hinter Ihre Kulissen schauen durften. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert vom GOP Varieté Theater, Europas führendem Varieté-Unternehmen.